Palmström wird an einer Straßenbeuge und von einem Kraftfahrzeug überfahren. Wie wahr, spricht er, sich erhebend und entschlossen weiterlebend. Möglich wie nur ja, dass dies Unglück überhaupt geschah. Ist die Staatskunst anzuklagen in Bezug auf Kraftfahrwagen? Gab die Polizeivorschrift hier dem Wagen freie Drift? Oder war vielmehr verboten, hier Lebendige zu Toten umzuwandeln? Kurz und schlicht, durfte hier der Kutscher nicht? Eingehüllt in feuchte Tücher prüft er die Gesetzesbücher und ist alsobald im Klaren, Wagen durften dort nicht fahren. Und so kommt er zum Ergebnis, nur ein Traum war das Erlebnis, weil, so schließt er messerscharf, nicht sein kann, was nicht sein darf.